Im heutigen Video soll es darum gehen, wie man einen MyPaySafeCard-Account erstellen kann ohne einen Ausweis. Wichtig ist, ihr könnt das Ganze machen mit einem Personalausweis-Generator, aber das Ganze ist illegal. Darüber möchte ich euch aufklären. Falls es wirklich gehen sollte, tut das Ganze nicht. Das Ganze ist illegal. Redet lieber mit euren Eltern darüber. Falls ihr das dann nicht dürft, dann akzeptiert es und macht es lieber nicht, bevor ihr euch Strafe macht. Das wollte ich euch kurz sagen. Lasst auch sehr gerne ein Like und ein Abo auf diesen Kanal da. Kostet euch nur eine Sekunde. Würde mich aber mega unterstützen. Ansonsten, wenn ihr das unbedingt machen wollt, ihr wollt es riskieren, könnt ihr natürlich ganz normal auf diese Videos raufgehen und gucken, wie man sich einen Personalausweis generieren lassen kann. Das Ganze dann da einschicken. Wenn ihr angenommen werdet, habt ihr natürlich Glück. Das Ganze wird dann für euch wunderbar überprüft. Ihr gebt ganz normal eure Daten ein und dann ist das Ganze auch schon erledigt. Mehr müsst ihr dann da gar nicht machen. Wie gesagt, einfach im Internet nach einem Personalausweisgenerator suchen. Ansonsten lasst es, wie gesagt, lieber. Ich würde sagen, das war's von mir. Haut rein und ciao.